So, heute wollte ich euch jetzt mal zeigen, dass man aus ganz einfachen Dingen, zum Beispiel einen Spender, Redstone-Komparator, ein paar Repeater, ein bisschen Redstone, natürlich Redstone-Fackel, ganz einfach eine Slot-Maschine bauen kann. Und auch zu beweisen, dass es geht. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet, weil sonst würde ich jetzt wieder ewig brauchen und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Die Maschine arbeitet mit Diamanten, ist natürlich einstellbar. Also sprich, man nimmt jetzt einfach einen Diamanten in die Hand. Ich mache das jetzt einfach mal so. Wirft sie dann dort rein. Und schon fängt es an, hier drin zu drehen. Natürlich gibt es auch Trostpreise, wie hier angezeigt. Das ist auch alles individuell einstellbar, wie man es haben will. Und zum Hauptpreis gibt es dann noch 3 Diamanten plus den Trostpreis dazu. Das habe ich jetzt leider vergessen mit hinzuschreiben. Die Preise, die werden ganz einfach dann hier entnommen, wie man sehen kann. Durch die eine Drehung war kein Hauptpreis, also auch nur der Trostpreis. Die Maschine, die, wie soll ich sagen, die ist sogar eigentlich so schlau, dass sie sogar merkt, wenn dann die Lagerbestände innen drin leer sind. Also sprich, dann würden hier dann mit ein x-beliebigen Teilchen dann was rausschmeißen, somit dass dann irgendwann mal jemand sagen kann, falls Teil mal leer ist. Jetzt wollte ich die nochmal von innen zeigen. Also ich meine, das ist jetzt die kleinste Möglichkeit, wie man die bauen kann. Kleine geht einfach nicht. Wie man sieht, ist trotzdem schon viel Aufwand. Und ja, hier unten zum Beispiel ist dann der Auffangbehälter für die ganzen Coins, also für die Bezahlungen kann man fast sagen. Die Behälter, die müssten ab und zu mal geleert werden, wenn sie mal voll sind. Aber in dem Fall gerade nicht. Na gut, hier oben sammelt sich schon wieder an. Dann die Preise, die kann man einstellen, wie man es haben möchte. Hier oben sind die Aufbewahrungsboxen für die ganzen Trostpreise. Und hier unten natürlich dann für den Hauptpreis mit zusätzlich. Das wird dann hier über das Band oder über diese Trichterbahn zum vorderen, zum Raum gebracht. Also sprich, dort wo man auch die Coins reinwirft, dass man die halt dort auch entnehmen kann. Ja, viel zu sagen gibt es dazu eigentlich nicht, weil es eigentlich ganz simpel aufgebaut, finde ich jetzt zumindest. Das war jetzt zum Beispiel Hauptpreis. Und ja, falls jemand Interesse haben sollte, einfach mich anschreiben, fragen oder sonstige. Ich bin immer da.